Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 3. Diesmal die richtige Aufnahme, die auch funktioniert. Nicht so wie die anderen Aufnahmen, die ich schon hatte, die alle nicht funktioniert haben. Das war irgendwie ein bisschen doof. Automesse. Zurück. Angebot endet. Dieses Angebot verfällt, wenn Sie die Automesse verlassen. Ja, ist mir schon klar. So. Jetzt sind wir nämlich hier in unserem, Hauptquartier, wie auch immer, Gerödel und Gedöns. So, dann wollte ich hier eigentlich, da ich ja den Mustang hatte, kann ich mal, wo ist das hier, Bild 1, Fuhrpark. Meine Autos, hier, den Mustang Ford Shelby GT, den konnte man als allererstes, den hat man, glaube ich, umsonst gekriegt. Oder musste man den kaufen? Ich weiß nicht. Dann habe ich den gekauft oder umsonst gekriegt. Ich weiß auch nicht. Man sieht schon Tendenz zu rot. Meine Autos sind so ein bisschen... Ja. Dann habe ich den Jeep hier. Der fährt sich aber absolut furchtbar. Ist auch Gruppe A. Ich weiß nicht, was das ist. Das sind wahrscheinlich verschiedene Gruppierungen, wo welches Auto fahren darf. Oder so. Ja, auf jeden Fall, den habe ich gemacht, dann habe ich den gemacht und dann eben den gekauft. Und das alles in diesen Folgen, die ich nicht ausstrahlen konnte, weil man sie nicht richtig, weil sie komisch waren. Weil sie gestückelt haben, so wollte ich sagen. Also ganz furchtbar, es hat nur geruckelt, es war nicht anzuschauen. Der Ton war gut, aber das Bild blieb einfach stehen. Teilweise ein paar... Ich sag mal so 10 Sekunden lang, dann kam wieder ein Stückchen ein paar Bilder, also es ging gar nicht. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, gut, dann wird es halt nicht aufgenommen. Ja. Und dann habe ich es jetzt aber doch rausgefunden, wie es halt eben mit diesem Rand hier, ne? Also im Fenstermodus geht es dann halt doch. So. Gut, Auktion. Ich wollte euch zeigen, wie ich den... Bin hier gegangen, auf Marke. Gut, muss ich so machen. Hab dann einfach hier mal Tesla gesucht. Dachte mir so, hey, mach doch mal Tesla. Und dann gab es hier Tesla. Da dachte ich, oh geil, Toyota natürlich auch nicht schlecht, aber Tesla. Mercedes gibt es natürlich auch feine Geräte. Und ich könnte mal schauen. Nissan? Vielleicht einen Nissan Leaf? Skyline? Beliebig? Nein, gibt keinen. Okay. Ah ja, gut, ist ja auch kein schnelles Auto, ne? Aber vielleicht Porsche? Flying Lizard? Speedster? Spider? RS60? Carrera? GT2? GT2 RS? GT3? GT3 RS? GT3 RS4? Turbo? 911er? 1970? 2014 Spider? GTS? Turbo? Irgendwas? Carrera? Cayenne? Cayman? Cayman GTS? Macan? Panamera? Beliebig. Kein 2019er, beziehungsweise 2018er. Ah ja, den gab es damals noch nicht. Klar, natürlich. Das Spiel ist schon ein paar Tage alt. Aber ein Peugeot? Nein, ein Renault. Ein Renault Zoe müsste es da schon gegeben haben. Ich schau mal eben. Hot Wheels. Entschuldigung. Wo ist denn Renault? Sag doch mal hier. Na, Renault. Clio, Megane. Okay, nein. Sehr wenige. Also gut. Dann ist Tesla eben tatsächlich der einzigste. Hätte ja sein können, dass da vielleicht noch irgendwie. Ich weiß nicht. So, dann möchte ich gerne mal schauen. Ich zeige euch mal zum Beispiel. Mercedes. Ah, Mercedes AMG, Mercedes-Benz. Mercedes-Benz und dann sagen wir mal hier 2013er Dingens. Zack. Auktionen. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel Startgebot 90.000 und sofort kaufen für, oh, das ist schon der neue. 2013 sah der schon so aus. Cool. Nicht schlecht. Also, Startgebot, sofort kaufen, Gebot.
Es muss so sehr viel nachladen. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommen. Die sind alle irgendwie von Leuten gemacht. Also hier. Und so Tuner, und die verkaufen die dann. Und halt, wie gesagt, hier sind 23 Stunden, läuft dieses Ding. Huch. Jetzt habe ich es angeklickt. Ja, hier im Police-Dingens könnte ich jetzt entweder für 100 Credits sofort kaufen. Wir sehen ja, wir haben 109, also ich könnte den jetzt einfach so kaufen. Wäre schon möglich. Oder aber bieten für halt 11.000. Und dann, das habe ich gemacht. Escape zurück. Sogar ein S-AMG. Sehr nice. Moment, ich guck mal nochmal. Tick, 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 tick. Halt, da war's. Tesla. So, Modell habe ich mal. Ich habe hier alles beliebig gelassen. Tesla reicht ja eigentlich schon. So, hier haben wir jetzt zum Beispiel im Moment gerade nur einen einzigen. Tesla Model S P90D, Ludicrous Mode. Von Duracell, ja, mit so Duracell-Beklebung hier, ein bisschen nicht so schön. Startgebot 112.000, sofort kaufen für 120. Ich habe meinen für 100 glatt bekommen. So, seltene Autos, können wir hier mal eben schnell reingucken. Also hier kann man halt teilweise, ah, okay, 3 Millionen. Okay, gut. Okay. 5. Okay. 11 Millionen. Ja. Mit so speziellen Boosts und sowas. Okay, gut. Ja, sehr teure Autos. Meine Auktionen. Ich habe im Moment nichts. Achso, man kann selber auch irgendwie verkaufen. Keine Ahnung. Also ganz verrückte Sachen. Hier gibt es Designs, die halt besonders außergewöhnlich sind. Ja. Und eben diese Auktion. So, haben wir jetzt aber gemacht. Ja, egal. Nein, das wollte ich noch nicht. Jetzt bin ich wieder raus, oder? Wenn du wieder fahrbereit bist, solltest du dir diese Ziele vielleicht einmal aus der Nähe ansehen. Ja, nein. Ich bin noch nicht fahrbereit. Wir gehen wieder... Können wir wieder zurück? Nein, ich möchte wieder zurück. Festivalgelände betreten, so. Ich möchte mal schauen, ob wir jetzt ein bisschen andere Upgrades haben. Für El Tesla, und mal schauen, was mit den Reifen. Irgendwie rutscht der mir zu arg über die Vorderachse. Das Rennen war zwar ganz okay, aber ja, ich weiß nicht. So, was haben wir hier? Achso, ich Bild mit Bild 1 und 2 kann ich da. Fuhrpark. Upgrades, Tuning, Scheunen von den Straßen entdeckt, haben wir schon ein paar. Ja, Designs und Lackierung. Wir könnten da ja noch ein bisschen Aufkleber anbringen. Also ein bisschen Pepperless Tuning. Rennstreifen oder so? Oder geht das gar nicht? Geht eigentlich nicht wirklich, oder? Wobei, Moment mal. Ich möchte mal was... Herstelleraufkleber? Gibt's hier Tesla? Nö. Könnte man ganz klein hier so ein paar Sponsoring, aber nö, das machen wir mal Muster. So, und jetzt würde ich gern mal Community Muster, sowas in der Art, so AMG technisch. AMG hat ja so, geht das hier noch weiter rüber? Ne, das geht nicht da weiter rüber. So in der Art, da gibt es doch bestimmt irgendwas hier. Da geht es auch nicht weiter runter. Nein, okay, das sind immer noch. So. Community Muster 4. Geordnete Gruppen. Muss ich hier? Moment mal. Ah, okay, hier muss ich. So, geordnete Gruppen.
Schön und gut, das hier sind die ersten Formen. Mal hier schauen, das da wäre schon mal nicht schlecht. Ja, komm, sowas hier. Pixel oder Runde? Oder was ist das? Man sieht es nicht so genau. Was sieht eher nach Strom aus? Eher das hier, wa? So, natürlich nicht so riesig. Also, zuerst mal Farbe. Schwarz würde, glaube ich, gar nicht schlecht aussehen. Wir wollen es nicht übertreiben. So, Größe. So, jetzt machen wir das mal so. Ne, das lassen wir so. Ach, ich kann auch hier, okay. Breite. So. Bewegen. Hier so runter. Ganz runter. Ah, ruhig ganz runter. So, Transparenz. Gar nicht. Neigen könnten wir es auch noch. So ein bisschen. Ja, so ein bisschen neigen ist, glaube ich, gar nicht schlecht. So, bewegen. Ganz knapp hier. Die Höhe vielleicht noch ein bisschen. Ist eigentlich schade, dass da so eine harte Linie dran ist. Oh, wobei, das sieht auch cool aus. So irgendwie. P ist Zoom. Ah, okay. Naja, vielleicht auch ein bisschen größer. So, dann wieder ein bisschen zurückbewegen. Ich hab's gleich, keine Sorge. So. Aufdrucken Y, zack. Eingabe, okay. Linke Seite. Kann ich das... Rechte Seite. Warum habe ich das jetzt zweimal? Ich weiß es nicht. X ausschneiden. Und auf die linke Seite reinmachen. Hersteller, Muster, Gruppe einfügen. Ah, okay, das geht. So, jetzt aber noch... Position wechseln. Runter bewegen. Natürlich drehen. Einmal so. Am besten auf 180 Grad. So. Dann die Neigung in die andere Richtung ändern. So. Und hier runter bewegen. Und aufdrucken. Y. So, ich glaube, das müsste passen.
Rechte Seite. Linke Seite. Ja gut, ist hier minimal tiefer. Aber egal, speichern wir mal. Ja, Speicherdatei beenden. Benennen. Ja, beenden. So, ist gespeichert. Ja, passt schon. Ach so, das ist für alle. Nein, ich will es nicht teilen. Nur wirklich nicht. Eingabe, okay. Nein. Zurück. Lackierung bei aktuellem Auto speichern. Das ist manchmal ein bisschen umständlich. Aber theoretisch haben wir jetzt hier unsere schicken Streifen dran. So, dann möchte ich gern mal noch nach Upgrades schauen. Autoauswahl. Nein, das ist Designs und Lackierungen. Wie komme ich da zurück? Escape. So. Upgrades. Upgrade laden. Automatisches Upgrade. Individuelles Upgrade. Antrieb und Fahrwerk. Bremsen. Da haben wir schon die besten Rennbremsen drauf. Federn und Dämpfer. Das hier ist wohl plus 5 cm, aber warum? Serienfedern und Dämpfer. Rennfedern. Ach, Offroad-Federn. Okay, nein. Rennfedern und Dämpfern. Dämpfers. Frontstabilisatoren. Habe ich nicht. Warum? Im Besitz. Eingabe montieren. Warum ist das nicht montiert? Hä? Heckstabilisatoren. Ist auch nicht montiert. Okay. Überrollkäfig. Sportfahrwerksverstärkung. Überrollkäfig hat mehr Gewicht und das nimmt Beschleunigung weg. Ist aber besser fürs Handling, aber auch nicht wirklich allzu viel. Ne, das lassen wir mal. Gewichtsreduzierung haben wir schon montiert. Sehr gut. So, dann mal das hier montieren. Installieren. Ich weiß nicht, warum das Zeug nicht montiert war. So, individuelles Upgrade. Dann wollte ich noch schauen. Hier. Antriebswelle. Ist montiert. Die Rennantriebswelle, sehr gut. Dann haben wir hier Differential. Gibt es auch nichts Neues? Nein, ist auch montiert. Elektrisches Differential quasi. So, die Reifen. Reifenbreite, Reifenbreite. Felgenausführung. Die Felgen, das sind die coolen Tesla-Turbinen. Die finde ich mega geil, die möchte ich auf jeden Fall lassen. Die Breiten habe ich montiert, ne? Ja. Und vorne auch die fetten 265er. Reifenmischung. Welche habe ich denn da? Hot Wheels Rennreifenmischung. Und so, die haben weniger Bodenhaftung. Was sind das? Sportrennreifen, Rennreifen. Sportreifen, Rennreifen, Horizon Rennreifen, aber mit diesem Forza Horizon Schriftzug, der eigentlich blöd aussieht. Der machen die Bremsen schlechter, aber das Handling und die Beschleunigung besser. Ach, Offroad Reifen. Hot Wheels mit rotem Strich. Sieht eigentlich ganz cool aus. Nehmen wir mal. So, hier gibt es auch sonst nicht arg viel mehr. Aerodynamik und Optik. Da war, hier war ein riesen Frittentheke dran. Hier einstellbar, nicht einstellbar. Also hier gibt es noch hier, ne? Flügelchen.
Nimmt aber Beschleunigung weg und verbessert die Bremsen. Aber... Und das Handling wird besser. Ah, gefällt mir eigentlich schon. Ich glaube, das nehme ich mal. So. Und Heckflügel. Na? Zack, da war der drauf, weiß ich noch. Aber habe ich dann gesehen, dass der Original Tesla bessere Beschleunigungswerte hat. Und der ist einfach, ich weiß nicht, der ist ein bisschen zu übertrieben, finde ich. Bin ich schon so alt? So ein Ding muss doch so aussehen, oder? Ach, scheiß drauf. Huch. Wir hauen den drauf und fertig. Sollen das? So, mit Credits kaufen. Ja, natürlich mit Credits kaufen. Wie denn sonst? Ich mache doch hier kein Pay-to-Win. Kack. Und benutze hier echt Geld. So. Dann wollte ich noch eben schnell schauen. Tuning. Reifendruck. 2,1 Bar. Nein. Mehr. 2,1 Bar ist viel zu wenig Druck. 3,0 Bar auf jeden Fall. Eingabe übernehmen. Also, zu wenig Druck in den Reifen, das geht mal überhaupt nicht. Querbeschleunigung. Ja, ändert sich da dann was? Hier auf 2,0 gehen. 1,06 und 1,12. 1,06 und 1,12. Da ändert sich gar nichts. Escape zurück. Habe ich die jetzt angewendet? Nein, 3,0. So. Übersetzung. Erster Gang. Der Ritt. Die Linie ist gut. Ausrichtung Radsturz, positiv, Spur, oieiei. Stabilisatoren, hart und weich. Stabilisatoren verbessern das Kurvenverhalten des Fahrzeugs. Na dann, warum nicht? Voll hart. Harte Einstellungen können jedoch dazu führen, dass die innenliegenden Räder bei starker Kurvenfahrt abheben. Die Abstimmung der Härte zwischen der vorderen und hinteren Stabilisator. Neigung unter- und übersteuern. Egal, wir machen die mal voll hart. Federn weich und hart. Fahrwerkshöhe niedrig. Ja, hier. Mal zum Testen. Machen wir es mal so. Und so. Einfach nur so zum Testen. Dämpfer. Auch sehr hart. Zugstufe und Druckstufe. Wir machen einfach mal alles hier brutalst hart. Aerodynamik, Abtrieb vorne, Geschwindigkeit, Kurven. Ich mache mal hier alles auf Kurven. Bremskraftverteilung lassen wir mal so. Differential, Beschleunigung, Verzögerung. Hinten hoch, keine Ahnung, was das bedeuten soll. So, Eingabe übernehmen, ja. Und dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal eine Folgenpause und sehen dann morgen, was unsere Einstellung hier gebracht hat. Wahrscheinlich nicht allzu viel, das ist wahrscheinlich jetzt völliger Schrott, die Karre. Aber ja, mal schauen, vielleicht ist sie auch besser. Wir werden sehen. Bis dahin würde ich sagen, tiefer ist er jetzt schon. Ja. Bis dahin, macht's mir gut und seid auch morgen wieder dabei, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei Forza Horizon 3. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.